wo sehen Sie den Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit im Passivhaus? Nun, wir hatten in den vergangenen Jahrzehnten ja eine starke Entwicklung in Richtung auf die Monopolisierung von Wirtschaftsstrukturen. Und ich glaube, es ist interessant zu beobachten, dass wir mit den Trends in Richtung Nachhaltigkeit auch diesen Monopolisierungstrend umkehren. Also wenn Sie sich anschauen, wer jetzt Produkte für das Passivhaus produziert, dann sind das sehr viele kleine und mittlere Unternehmen. Unternehmen, die ihre eigenen Märkte finden, die also nicht abhängig sind als Vorlieferanten von irgendeinem Großen, sondern die regional zum Beispiel Wärmedämmungen an Gebäuden anbringen, Fenster austauschen, Wärmerückgewinnung, Regelungstechnik einbauen. Das ist, denke ich, eine sehr solide Basis für eine mittelständische Struktur, die sehr viel mehr eigene Initiative, sehr viel mehr kleines Unternehmertum hervorbringt und damit auch ein soziales Modell darstellen kann für eine veränderte Zukunft, die möglich geworden ist dadurch, dass auch das kleine Unternehmen heute über die Verfügbarkeit von Computern, über die Verfügbarkeit von computergesteuerten Fertigungseinrichtungen in der Lage ist, eigene Entwicklungen zu machen. Das hat man ja früher immer nicht geglaubt, man hat immer gedacht, nur die Großen machen die Entwicklung, aber das ist längst nicht mehr so. Die Entwicklungen in diesen Bereichen laufen großteils über diese sehr engagierten kleinen und mittleren Unternehmen.